Willkommen bei einem etwas ungewöhnlichen Video von mir, und zwar einem Geschirrspülmaschinen-Haul. Vor 8 Jahren habe ich bereits ein Video hochgeladen, bei dem ich zeigte, dass ich mir einen Siemens-Geschirrspüler gekauft habe. Dieser hat nach 8 Jahren nun einen Defekt, der sich nicht für mich lohnt zu reparieren. Daher verschenke ich die Maschine, wird am Sonntag abgeholt und derjenige kann sie reparieren und dann weiterverkaufen, das ist mir egal. Weil für mich lohnt sich die Reparatur nicht, ich habe davon keine Ahnung und das übersteigt dann einfach den Preis einer neuen Maschine. Und daher haben wir dann halt Geld in die Hand genommen und haben uns eine Miele jetzt mal geleistet. Sie hat etwas weniger Programme als unsere Siemens. Übrigens, wer sich fragt, warum zeigt Conny eine Geschirrspüler? Meine Freundin Helene ist immer daran interessiert, wie mein neuester Geschirrspüler aussieht. Deswegen existiert auch dieses Siemens-Video von vor 8 Jahren. Und da ich weiß, dass sie garantiert wieder wissen will, wie jetzt mein neuer Geschirrspüler aussieht, mache ich dieses Video. So, Helene, kannst also zugucken. Dieser Geschirrspüler hat etwas weniger Programme als meine Siemens. Und zwar, ich versuche mal, ob ich das hier einfangen kann. Verzeiht, dass das alles so wackelig ist, aber bei sowas ist ein Stativ halt einfach nicht hilfreich. So. So, da haben wir hier den Einschaltknopf. Echo ist erstmal standardmäßig eingestellt. Ich kann aber eine Memory-Funktion machen, dass er immer da sich startet, welches Programm ich als letztes hatte. Das werde ich mir wahrscheinlich auch noch einprogrammieren. Denn bestimmt werde ich sehr oft automatisch nehmen, wobei Echo wahrscheinlich auch häufig, ich weiß es noch nicht, wird sich zeigen. Da haben wir das Problem, ich habe mir Echo angeschafft und kaum redet man, fängt das Ding an zu sabbeln. Aber wenn es hören soll, muss man es manchmal 3-mal sagen. So, zurück zum Dings. Früher war es der Wellensittich, der dazwischen gesabbelt hat. Jetzt ist es Alexa. Es ist ich habe das Aktivierungswort leider umgeändert, weil immer wenn ich meinen Sohn Alex rief, hat Alexa ebenfalls reagiert. Jetzt reagiert es halt auf Echo. Nun gut. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Programme, die man durchschalten kann. Intensiv und fein. Und natürlich hier 55 Grad haben wir auch. Hier ist die Kurztaste. Damit wird jedes Programm abgekürzt. Und hier die Startzeitvorwahl, wenn ich jetzt erst in 2 Stunden starten will. Anzeige, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf oder Ablauf gibt. Klar, spüle alle oder das Salz alle. Sehr einfach gehalten, aber ausreichend. Hier drin befindet sich, jetzt weiß ich nicht, ob ich das scharf stellen kann, im Griff, hier, genau hier, ist ein Riegel. Den kann man nach rechts schieben. Dann hat man eine Kindersicherung, dann geht die nicht mehr so leicht auf. Sehr praktisch. Also ein Kleinkind würde sie wirklich dann nicht mehr aufkriegen. So, und ich selber habe aber Probleme, den Riegel hin und her zu schieben. Daher, meine Kinder sind ja auch alt genug, die wissen, dass sie da nicht beigehen. Die Tür geht sehr einfach auf. Ich musste mich daran gewöhnen, dass die wirklich sehr, sehr einfach runter geht. Beim ersten Mal so mit Schwung von der Siemens war ich es anders gewöhnt. Das war schwergängiger, die Tür. Die ist mir voll runtergeknallt hier, die Klappe. Hier haben wir auch die Einfüllsachen. Knopf drücken fürs Waschmittel oder den Tab. Und hier Klarspüler nachfüllen. Sollte man keine Finger hier haben, wenn man es öffnet. Ich glaube, da kriegt man einen ab. Schauen wir mal hinein. So, was haben wir hier? Hier haben wir kommen wir zum Inhalt. Hier haben wir das unterste Fach. Alles fest. Man kann nichts umklappen, was ich sehr schade finde. Bei meiner Siemens war halt hier noch so ein Bügel, den man runterklappen konnte, wenn man was Größeres hatte, was sonst durch die Gegend flog. Ist hier jetzt nicht angedacht. Hier kann man die Teller seitlich stellen. Hier auch. Das hier kann man jedoch wegklappen. Ich muss mir mal angucken, wie das geht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ah, hier. Zack. Und ich brauche die rechte Hand. Entschuldigt bitte diese Wackelei. Zack. Weggeklappt. Dann kann man da noch einen Topf dazu stellen zum Beispiel. Sie ist nass übrigens, weil wir sie schon bestückt haben. Und da muss man immer erstmal beim ersten befüllen. 2 Liter Wasser da hinten reinfüllen, links. Aufschrauben, reinfüllen. Dann 2 Kilo ungefähr das Salz hinein. Abwischen den Rand, zuschließen und dann Feinwaschprogramm am Kurzspüler, damit die letzten Salzreste, die vielleicht daneben gegangen sind, hinfort sind. Hier haben wir das Sieb, was man reinigen kann und rausnehmen kann. Spülarm sieht man ja. Oberstes Fach. So, auch dieses ist höhenverstellbar. Hier gibt es so einen Hebel an der Seite. So, jetzt habe ich ihn im Bild. Den kann man hochstellen oder runter. Man kann es sogar schief stellen, wenn man die eine Seite
höher brauche als die andere. Ich habe es jetzt mal tief gestellt. Auch hier nichts wegzuklappen wie bei meiner Siemens leider. Da konnte ich hoch und runter klappen. Hier konnte ich auch was runterklappen. Das gibt es hier leider alles nicht. Aber auf dieser Seite gibt es das. Hier kann ich also eine zweite Ebene mit Tassen noch ranmachen. Was mir ein bisschen fehlt, so auf beiden Seiten Halter für lange Gläser. Ich kann jetzt hier in den Haken dazwischen kann ich längere Gläser reinstellen. Ansonsten hier kleine Tellerchen zum Beispiel und Tassen. Aber ist natürlich von den Einstellungsmöglichkeiten im Vergleich zu meiner Siemens definitiv ein schlechterer Korb, wie ich finde. Auf der anderen Seite auch wieder nicht, denn ich weiß ja aus 8 Jahren Erfahrung, wie oft ich welche Sachen umgeklappt habe. Und ganz ehrlich, das kann ich an einer Hand abzählen, was ich da mal umgeklappt habe. Oder wann ich überhaupt mal eine zweite Tassenreihe benutzt habe. Ich habe die mehr benutzt, wenn ich was hatte, was nicht hochgesprüht werden sollte. Von daher, das Einzige, was mir wirklich fehlt, ein bisschen ist dieser Bügel unten, dass ich unten was festklacken kann, damit es nicht hochspringt. Aber was soll's. Hätte ich bei Miele ein bisschen mehr in die Tasche greifen müssen, um einen besseren Korb, einen deutlich besseren Korb haben zu müssen. Aber da hätte ich auch ein paar Hunderter mehr drauflegen müssen. Und das war es mir ehrlich gesagt dann nicht wert. Wichtig war mir Besteckschublade. Und das ist auch nur die einfache, die es von Miele gibt. Miele hat noch eine deutlich attraktivere, wo man hier was hin und her schieben kann und hoch und runter stellen kann und sozusagen öffnen kann, dass man richtig lange Gläser da noch zwischenkriegt, wo man auch dieses Mittelteil hoch und runter stellen kann für tieferes Besteck. Ah, die hat mich schon sehr gereizt, aber ganz ehrlich, ich weiß genau, ich brauche sie nicht. Ich komme mit dem Ding in dieser Einfachheit vollkommen ausreichend aus. Das ist völlig ausreichend. Ich komme ausreichend aus, was ist das für ein Satz? Egal, ihr kennt mich ja. Mein Wortsalat ist ja nichts Neues. Das hier ist für mich ausreichend und ist halt auch alles eine Preisfrage. Ne? Also man kann natürlich auch 1500 Euro in den Geschirrspüler stecken, wenn man möchte, nur um ein paar Fächer umzuklappen, um ein bisschen variabel zu sein, wenn man mal besonderes Besteck hat oder Geschirr oder sonst irgendwas. Habe ich nicht. Und wenn ich es habe, wasche ich es von Hand. Mein Gott, die 5 Teile werden wir auch überleben. So, das war schon der ganze Geschirrspüler. Was gibt es noch zu sagen? Es ist eine A++-Maschine. Und Geräuschwerte liegen bei 46 dB. Bei Besteckschublade liegt halt alles einzeln, wisst ihr ja. Und der Oberkorb ist halt höhenverstellbar, das hatte ich ja eben gezeigt. Mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht mehr zu wissen. Vom Verbrauch her nimmt sie sich nicht viel von mit meiner Siemens. Verbraucht, glaube ich, etwas weniger Wasser oder sogar mehr. Nee, etwas mehr Wasser. Ja, verbraucht etwas mehr Wasser als meine alte Siemens. Aber ansonsten, ich habe mal nachgerechnet, der Preisunterschied sind dann pro Jahr bei dem, was die angegeben haben, bei dem Mehrverbrauch Wasser, ich glaube 2,50 Euro, werde ich überleben. Und jetzt schaue ich mal, ob das hier, dieses Gerät, länger hält als 8 Jahre wie die Siemens. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich auf jeden Fall nach fast einem Monat Handspülen ohne Geschirrspüler. Ist das doch echt was Schönes, wenn man es jetzt wieder kann. So, wenn ihr Fragen habt, einfach unter das Video, ich schaue, ob ich sie beantworten kann. Und jetzt werde ich sie erstmal bestücken, denn hier oben stapelt sich das Geschirr und das will jetzt sauber gemacht werden. Tschüss! Ich habe jetzt doch glatt mal ein bisschen Geschirr reingestellt, ein dreckiges. Ihr dürft also jetzt dreckiges Geschirr sehen. Das passt doch ganz gut. Meine Brettchen passen endlich mal vernünftig rein, das ist mal was. Und hier oben habe ich hier meine großen Gläser. Und die Tasse passt leider nicht hier drunter. Leider. Aber die anderen großen Tassen werden von diesem Oberkorb, wenn ich will, jetzt richtig gut festgehalten. Das finde ich schon mal ganz nett. Und Besteck passt auch wunderbar hinein. Also, ich werde jetzt erstmal testen und warten, bis sie voll ist, um sie mal anzumachen und dann mal zu spülen. Bin mal gespannt.